Hallo, herzlich willkommen. Schauen wir uns die Basics zu exakten Sequenzen an. Was ist eine exakte Sequenz? Angenommen, ihr habt Gruppen A, B, C, D und Morphismen dazwischen, also von der Gruppe A in die Gruppe B, von der Gruppe B in die Gruppe C und von C nach D und so weiter. Und ja, das muss also theoretisch nicht hier enden. Also es könnte noch weitergehen. Es kann eine unendliche Sequenz von Gruppen sein. Dann ist das Ganze exakt nach Definition in der Gruppe B, wenn der Kern von diesem Morphismus G hier gleich dem Bild von dem Morphismus F ist. Und das ist also die Definition der Exaktheit in einem Objekt oder ja, also in der Gruppe B. Man kann das Ganze auch noch für den allgemeineren Fall erklären, also für alle möglichen Kategorien, wo man eben mit den Begriffen Kern eines Morphismus und Bild eines Morphismus arbeiten kann. Aber ich denke, wir verlieren nichts, wenn wir jetzt hier weiter mit Gruppen argumentieren. Also für uns ist das jetzt hier weiter Gruppen. So, dann haben wir also die Exaktheit eben in diesem Objekt, in dieser Gruppe B. Und die Sequenz als Ganzes ist exakt, wenn sie exakt in allen Objekten oder beziehungsweise in allen Gruppen ist. Das ist also die Definition der Exaktheit. Und ja, drei kleine Eigenschaften können wir sofort herleiten. Nämlich einmal, wenn wir eine Sequenz 0ab haben und die ist exakt, dann können wir schon schlussfolgern, dass dieser Morphismus f hier von a nach b injektiv ist, weil der Kern von f muss ja das Bild von diesem Morphismus hier von 0 nach a sein. Und dieser Morphismus hier von 0 nach a, der bildet ja auf jeden Fall bildet die 0 eben auf 0 ab. Also ist das Bild 0, also ist der Kern von f 0, also ist f injektiv. So, andersrum, wenn wir eine Sequenz BC 0 haben, dann ist die surjektiv, also dann, ich meine, dann ist G surjektiv, weil der Kern von diesem Morphismus hier von C nach 0 ist ja das Bild von G und der Kern von diesem Morphismus hier von C nach 0 ist ja ganz C, ganz C wird auf 0 abgebildet, also ist das Bild von G ganz C, also ist G surjektiv. Und wenn wir diese beiden Aussagen kombinieren und jetzt hier eine Sequenz 0ab 0 angucken, also müssten wir hier noch diese beiden natürlich benennen. Also das ist hier wieder unser f und das ist wieder unser g. Ja, dann können wir folgern, dass das eine Bijektion sein muss, wenn das eine exakte Sequenz ist, weil eben das Ganze eine Injektion ist, wenn wir es bis hier anschauen, also von hier bis hier. Und eine Surjektion, wenn wir hier den hinteren Teil anschauen. Also insgesamt ist es eine Bijektion. So, und im nächsten Video schauen wir uns den wichtigen Spezialfall kurze exakte Sequenzen an. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.